Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch das Jurassic Heft Nummer 24 vor. Mit einem wirklich sehr tollen Extra. Wundert euch aber bitte schon mal nicht, weshalb das ganze Extra hier drin eigentlich schon aufgebaut ist. Die Aufnahmen davon sind mir leider verloren gegangen. Aber nicht so schlimm. Geliefert wird dieses Ganze in einer wunderbaren Hülle. Da können wir auch gerade nochmal schauen. Hier das Extra. Dinojäger mit Raptor und Basis. Ein Booster mit 5 Karten. Und limitierte Goldkarte Nummer 2. Genau. Die neue Sammelkartenserie ist draußen. Ja, hier nochmal Nummer 24. Hier unten. Genau, das wird in so einer Plastikfolie geliefert, einfach wegen den zwei Sachen hier, weil die sonst garantiert geklaut werden oder sowas, keine Ahnung, sowas wird ja öfter mal in Höhen geliefert. Und dann haben wir hier auch schon das wunderbare Extra. Dann schauen wir auch direkt mal rein, bevor wir in den Katalog schauen und uns das nächste Extra anschauen. Also es ist garantiert so halb aufgebaut. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Genau, hier tatsächlich fehlen auch schon die Figur und der Dino. Der ist nicht ganz so praktisch, aber ich bilde euch einfach dann nochmal Bilder. Blende euch dann einfach nochmal, wie gesagt, Bilder vom Dino und der Figur ein. Wie gesagt, das ist hier so ein kleines Gehege. Ja, komm, ich baue es gerade schnell auf. Anleitung schauen, weil ich weiß nicht mehr, wie ich das aufbaue. Ach doch, jetzt habe ich es wieder. Genau, das kommt irgendwie da unten hin. Das kommt so. So. Zwischenschritt vergessen. Da kommt noch das hier oben drauf. Also, wie gesagt, was Kleines, Putziges. Ich fand's ganz cool. Hab's mir natürlich wieder hauptsächlich wegen dem Dino geholt. Seine Dinos kann ich einfach nicht genug haben. Ihr wisst ja, für mein aktuelles Projekt sind sie auch von Vorteil. So. Das Ganze kommt dann hier auf die andere Seite. Das soll dann so eine kleine Basis sein oder so ein Käfig für den Dino. Ja, ich finde es ganz putzig. Genau. Ich zeige euch nochmal alles. Hier, die Figur kennt ihr schon. Den Dino auch. Es sind insgesamt 34 Teile. Ja. Dazu gibt es wie gesagt noch die Sammelkarten. Ich bin in allem im Großen und Ganzen sehr zufrieden damit. Aber schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Heft jetzt findet. Genau, haut rein, bis dann zum nächsten Mal. Ciao.